Mütterli, grüß dich. Hey, sag mal, seit wann hast denn du einen Rollator? Hat mir mein Zivi besorgt, mit Navi. Damit ich wieder heim bin, wenn ich allein unterwegs bin. Aber komisch, wenn ich da zum Friedhof komme, dann sagt es, sie haben ihr Ziel erreicht. Mein Magdali, mein Beileid, Nagel, ich hab schon gehört, dass dein Mann gestorben ist. Ja, stell dir vor, mitten unterm Beischlaf. In ekem Alter. Ja, das ist bei noch ganz gut gegangen, gell? Jeden dritten Samstag zum Klang der großen Kirchenglocke, weil das hat ein Tempo vorgegeben. Ding, Dong, bei Ding eine, bei Dong aussehen. Ja, und letzten Samstag ist akkurat der Eisbomb gekommen. Ding, 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 ding. Ja, Magitali, aber so brauchst du mir jetzt auch nicht nachwohnen. Ich meine, er ist ja doch schon gut in 90 gewesen, gell? Ja, schon, aber jetzt wollte man es uns so schön machen, nachdem Kinder endlich im Kurs auch noch unten haben. Mir geht's halt saugut. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe im Lotto gewonnen. Aber der Mai hat das überhaupt nicht gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, dass er nicht recht spinnt, nimm mir einen Teil von dem Geld, fahr mal und kauf mir ein neues Auto. Du, und wenn ich da in dem Autohaus bin, liegt das Geld, sagt der auf einmal zu mir, herzlichen Glückwunsch, Sie sind der millionste Kunde, Sie haben jetzt das Auto gewonnen. Ja, dann denk mal, was tue ich jetzt? Jetzt habe ich das Auto wieder gewonnen, jetzt habe ich es wieder nicht gezahlt. Dann habe ich mir gedacht, dann fahre ich halt in ein Reisebüro, ich wollte da überschaffen, Malediven, dann kaufe ich eine Reise. Du merkst es nicht glauben, wenn ich da sitze und das gebucht habe, heißt es auf einmal, herzlichen Glückwunsch, Sie sind der 500.000. Bucher, Sie haben die Reise gewonnen. Ich war noch halt mit der Reise und mit dem Flitzer heimgefahren. Dann habe ich mir gedacht, naja, bei der Brotzeit so ein bisschen so, wegen so, und würde sie ihm noch gesagt hat, kriegt der Depp ein Herzkasperl und fällt Maus dort um. Ja, und was hast du dann da gedacht? Ja, mei, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Das haben wir auch gedacht, wie der Mai an Lebensmittelvergiftung gestorben ist. Ja, was hat denn der erwischt? Ein Schwammerlsuppen. Du kannst da gar nicht kochen. Wo hast du denn das Rezept her? Tatort. Aber ich muss schon sagen, weißt, es war wirklich kein Leben mehr mit ihm. Du Lydia, gibt es eigentlich ein Sexualleben nach dem Tod? Ja, mir ganz, das habe ich jetzt eh schon 20 Jahre gehabt. Magit, sag einmal, was tust denn du? Ja, ich muss jetzt ausprobieren, weil du weißt doch, mein Mann war Kardiologe, also Herzarzt. Und er hat sich ja so gewünscht, dass seine Urne in einem Herz aufgestellt wird. Ja, was gibt's jetzt da zum Lachen? Ja, mei, du, da musst du entschuldigen, aber ich hab mir das jetzt gerade bei meinem Mann vorgestellt. Das war doch ein Frauenarzt.
na. Also, pietätvoll bist du nicht. Ja, Magital, da kannst du recht haben. Das hat nämlich der von der Zeitung auch schon zu mir gesagt. Ja, ich hab da kein Geschiss gemacht mit der Todesanzeige. Ich hab da einfach einschreiben lassen, Manfred ist tot. Ja, dann hat der halt gemeint, ich darf da schon mehrere Texte einschreiben, weil kostet auch nicht mehrer. Dann habe ich es überlegt und habe gesagt, ja gut, dann schreiben wir rein. Manfred tot, Gynäkologenstuhl günstig abzugeben. Lydia, vierte, ich gehe jetzt heim. Ja, ich gehe auch heim. Vierte, gell, Martina, servus. Du Magital, was soll ich jetzt mit dir ausmachen? Der Mai wollte, dass ich dir einen Berg aufgetrage und irgendwo an einer einsamen Stelle einen Schnee einstrahle. Aber das ist mir zu viel Aufwand. Ich strahle halt beim nächsten Schnee vor dir raus, dann tue da auch einmal was Nützliches. Du spinnst da direkt, dann tragen wir noch wieder ins Haus rein. Jetzt werden wir uns mir zweimal unterhalten. Jetzt haben wir nämlich allein. Du einmal einen Müll abgetragen. Und was war denn? Nix was. Und 30 Jahre lang wolltest du mir ein gescheites Auto kaufen. Und was war denn? Ha? Nix was. Und 30 Jahre lang wolltest du mit mir einmal einen ganz schönen Urlaub machen? Ja, und was war's? Nix war's. Und 30 Jahre lang wolltest du, dass ich dir einen blas. Bitteschön!